gotische Rathaus in Sulzbach-Rosenberg. Wer ist das Stadtoberhaupt ab dem Jahr 2018? Darüber dürfen die Bürger entscheiden. Und zwar am Sonntag, 14. Januar, ist die Bürgermeisterwahl hier in Sulzbach-Rosenberg. Wird es der Herausforderer Günter Koller oder bleibt weitere 6 Jahre Amtsinhaber Michael Goeth im Amt? Wir wollen Ihnen die Kandidaten vorstellen. Oberpfalz Medien lädt zur Kandidatendiskussions- und Fragerunde am kommenden Dienstag um 19 Uhr ins Kapitol in Sulzbach-Rosenberg ein. Und wir haben dafür 4 Themenkomplexe vorbereitet. Baugrundstücke sind heiß begehrt in der Herzogstadt. Aktuell sind die Planungen für das Neubaugebiet Kempfenhof Ost angelaufen. Reicht das? Seit dem endgültigen Aus für die Max-Hütte läuft das Tauziehen um die Nachfolgenutzung des Geländes. Welche Ideen und Pläne verfolgen die Kandidaten? Was bietet Sulzbach-Rosenberg an Kulturveranstaltungen und für die Jugend? Ein wichtiger Veranstaltungsort in der Herzogstadt ist der sogenannte Seidelsaal. Wie weit sind die Planungen zum Ankauf der ehemaligen Druckerei fortgeschritten? Welches Freizeitangebot bietet die Stadt darüber hinaus für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren? Das Waldbad, ein Ganzjahresbad? Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren das beliebte Freizeitbad modernisiert. Oft sind Wünsche zu hören, dass das Bad das ganze Jahr über geöffnet werden könnte. Inwieweit könnte Sulzbach-Rosenberg sich das leisten? Nun sind Sie an der Reihe. Sie wollen Antworten von den Kandidaten der Bürgermeisterwahl in Sulzbach-Rosenberg? Dann schicken Sie uns vorab Ihre Frage, die wir bei der Podiumsdiskussion stellen sollen, per E-Mail an redsul@oberpfalzmedien.de oder via Facebook unter Onetz Amberg. Kommen Sie zur Podiumsdiskussion der beiden Bürgermeisterkandidaten Günter Koller von der CSU und Amtsinhaber Michael Goeth von der SPD. Präsentiert von Oberpfalz Medien und dem DGB-Ortskartell. Am Dienstag, 12. Dezember um 19 Uhr im Kapitol in der Bayreuther Straße 4 in Sulzbach-Rosenberg.